Tag 14 und es ist kurz vor Nacht. Kurz vor Einbruch der Nacht. Und diese Nacht wird wahrscheinlich eine dieser schlimmen Höllennachten werden. Vielleicht die schlimmste Nacht seit der Wahlnacht damals 2016, kurz bevor das hier alles losging. Ich habe, so gut es ging, in den vergangenen anderthalb Tagen die Mauer hier drinnen hochgezogen. Aber man sieht schon, A ist noch nicht überall trocken und B habe ich es auch noch nicht überall fertig geschafft. Hier sind Breach Zones, wo Untote wahrscheinlich ziemlich leicht eindringen können. Von außen die Mauer ist halt auch größtenteils Holz und nur wenig Metall. Und ich habe auch nicht alle an allen Stellen hier Pflöcke herumziehen können. Insofern heißt es jetzt einfach abwarten und auf das Beste hoffen. Wenn ich das mache, wird mir wahrscheinlich die Wärmedämmung hier um die Ohren fliegen. Ich habe genug Arzneimittel mit. Was ist das Gewitter wieder? Genug Arzneimittel mit und genug Munition. Ja, um einiges durchzuhalten. Ich hoffe, mit dem Scharfschützengewehr kann ich ein bisschen was abwehren, was aus der Ferne kommt. Und den Rest muss ich dann im Nahkampf mit der Schrotflinte versuchen zu erledigen, bevor sie mir die Hütte hier einrennen. Ich mache mir gar keine Illusionen, dass ich verschont bleiben könnte. Das ist einfach nur unwahrscheinlich. Bald wird es beginnen. Es beginnt bereits. Und wo kommen sie denn? Von dort. Als ich stoppen kann. So schnell wie die laufen. Das ist echt kompliziert, sie aufzuhalten. Konzentrieren sich wieder auf die Tür, aber das ist die dickste Stelle hier. Also insofern. Kommen die Ersten. Die Ersten kommen langsam durch, glaube ich. Oh, fuck. Ah!
schief gegangen. Bin runtergefallen. Also ich kümmere mich gleich um die Verletzungen. Nicht, dass sie gerade aufhören würden oder so. Ich brauche mehr Licht. Ich habe Hunde gehört. Wo sind die Hunde? Den einen oder anderen ehemaligen Überlebenden sieht man hier. Auf ehemals. Hunde. Wo sind die Hunde? Das ist der Nachteil dieser überstehenden Wände. Brauche ich zwar, um mich davor zu schützen, dass sie hier eindringen, aber das Dumme ist, so sehe ich sie auch teilweise nicht. Irgendwo zerlegen sie mir gerade schon einen großen Teil der Mauer. Das ist, glaube ich, eine Schwachstelle. Das ist nicht gut. Wieder Soldaten dabei. Tut mir leid, Kameraden. Was ist denn das für eine Menge an irgendwelchen komischen Arbeitern hier?
ist gar nicht schlecht. Das ist eine gute Idee. Die sollte ich machen. Durchgekommen? Nein. Da kommen diese verdammten Spider-Zombies. Ist das hier eigentlich? Und es hört nicht auf. Okay, sie testen wirklich verschiedene Bereiche meines Verstecks aus. Hier bin ich. Der ist schon zu einem guten Teil beschädigt. Das wird sie noch durchhalten. Noch ein Spider. So eine Masse. So eine Schlacht. Ein Gegner, den man noch nicht irgendwie vertreiben kann. Ja, geht nicht anders. Zombies locken mit ihrem Geschrei nur noch weiter ran.
keiner durch. Aber ich sollte mich schon mal darauf vorbereiten, dass es passiert. Noch so ein Spinnenzombie. Der? Den muss ich erwischen. Okay. Dann noch irgendwo einer. Dreh du nur durch. Verdammt, noch eins. Stecken wir hier irgendwie fest. Stehen die nochmal auf? Ich bin gespannt, wie viel am nächsten Tag dann von meiner kleinen Festung hier über ist. Ob noch was über ist. Der letzte. Let's risk it.
werde ich offenbar immer noch. Oh, hier haben sie ganze Blicke weggehauen. Hitze zum Tragen, ich werd bekloppt. Hierher, Freundchen. Was, wo kommst du her? Wie ist sie denn raufgekommen? Wo ist die Lücke? Nur nachts sind die Bäume gewachsen, die ich hier gepflanzt habe. Toller Zeitpunkt. Muss es so irgendwie anders hier reingekommen sein, keine Ahnung. Diese Nacht konnte ich mit Schrotflinten noch nicht besonders umgehen. Jetzt schon ziemlich gut. Ich überhitze, ich brauche eine Pause, ich brauche ein kühles Getränk und eine kleine Pause. Oh Mann. Was für eine Nacht in der Hölle hier. Ich glaube, der schlimmste Ansturm. Oh. Der schlimmste Ansturm ist, glaube ich, überstanden, oder? Bitte lass es morgen werden. Lass es einfach nur noch morgen werden. Lass sie hier nicht mehr reinkommen.